Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Onkel Frank. Heute mit einer Star-Analyse. Heute beschäftige ich mich mit den Kanälen des legendären YouTubers Mastak aka Mastaku. Der betreibt zwei Kanäle, einer heißt Mastak, einer heißt Mastaku und ist ein Meinungs-YouTuber und Reactor. Ich möchte heute seine Doppelzüngigkeit und sein Heuchlertum euch aufzeigen und ich gebe mir Mühe dabei und versuche es euch zu zeigen. Mastak hat mich auch schon mal persönlich angegriffen, aber das ist nicht Gegenstand dieses Videos. Auf jeden Fall, lieber Mastak, du bist ja so ein absoluter One Piece Fan. Du bist jedoch nicht Whitebeard, du bist Blackbeard. Mastak Blackbeard. Das bist du und du bist auch ein Verräter und springst von Ast zu Ast. Und das möchte ich dir heute mal wirklich unter Beweis stellen. Zur Erinnerung an all jene, die das schon ein bisschen länger verfolgt haben und auch damit diejenigen es wissen, die es bisher noch nicht mitbekommen haben. Der Mastak, der sich immer gegen Fitner, Beef und Hetzertum ausspricht, betreibt ja auch aktiv Hetzertum. Er stürzt sich da auch mal gerne auf kleine und unbedeutende YouTuber wie Mo86 oder auf mich. Aber für Drogen machen diese Leute alles. Wenn die nicht wissen, wie die an dem Abend an das Drogengeld rankommen, ich schwöre es euch, die würden sogar blowen bei anderen Typen. Das sind solche Menschen. Ekelhafter Typ. Jetzt zittert der mir, schläft nachts nicht. Schreibt noch mit Fake-Account. Ey, bitte, ich hab dir doch nie was getan. Halt die Fresse. Halt die Fresse, du hast mir nichts getan. Schreibst unter Mo sein Video, weil du von dem, mit dem seine Drogen teilen wolltest, oder was wolltest du? Ich respektiere dich. Ein Crack-Junkie respektierst du, der 90% Dislikes zu Likes hat? Naja, nun hat unser guter Whitebeard, aka Blackbeard, natürlich von der 31er-Frucht genascht, wie wir alle wissen, und hat auch seinen guten ehemaligen Kameraden Ali Osman verraten. Naja, wenn er behauptet, der Mastak, ich hätte bei ihm geblowt, wir haben mal eine Kommunikation gehabt über Instagram. Ich würde sagen, wenn man das so ausdrücken könnte, dann hat eine derartige Aktion nicht stattgefunden. Auf jeden Fall hat er mir Props gegeben damals, weil ich im Begriff war, gegen Miami Gianni eine Doku zu machen. Aber ich poste hier keine Screenshots, das mache ich. Ich finde es an der Stelle schon bezeichnend, dass er sich damals so über mich aufgeregt hat, weil ich unter ein Video des unbedeutenden YouTubers Mo86 einmal geschrieben habe, ich respektiere dich. Ein Kommentar. Und dann hat er auf einmal aus heiterem Himmel mich mehrfach erwähnt und auch Beleidigungen ausgesprochen, aber an der Stelle schon mal Beweiskraft, er diffamiert andere Menschen. Er hat behauptet, ich bin drogenabhängig und muss mir irgendwie Geld gemeinsam mit Mo86 für Drogen beschaffen. Und das ist ja Diffamierung und auch Rufschädigung, üble Nachrede. Und das, was er bei anderen kritisiert, betreibt er selbst. An dieser Stelle möchte ich einfach mal darauf hinweisen, das ist signifikant und eindeutig bewiesen. Und ich kann nur dafür sprechen, jetzt an der Stelle, was mich betrifft. Ich möchte gar nicht jetzt viel auf andere Geschehnisse eingehen, aber ich habe natürlich ein bisschen genauer hingeguckt. Worum geht es eigentlich bei dem Mastak? Der betreibt da zwei Kanäle. Auf dem einen Kanal geht es wirklich überwiegend um Bloßstellung anderer Menschen. Weil das sind immer Reactions. Und diese Reactions sind meistens über Themen wie zum Beispiel zwei Rapper streiten sich oder andere Promis, B-Promis streiten sich, YouTuber und so weiter. Und dabei, sage ich mal, ist ja am Ende steht immer einer Blöde da. Und Mastak transportiert das und bildet dabei auch Partei. Er ist gleichzeitig Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidiger in einer Person. Und das ist das tägliche Brot. Einfach Diffamierung und Bloßstellung auch nur ein Teil der Maschinerie manchmal zu sein. Einfach nur das wiederzugeben. Auf jeden Fall, das Schlimme dabei ist der erhobene Zeigefinger und die Doppelzüngigkeit und die Doppelmoral. Wenn er zum Beispiel sagt, jetzt kommt etwas von Manuelsen, das ist ein bisschen eklig. Also ich unterschreibe es auf keinen Fall und ich bin auf jeden Fall auch gegen diese ganze Kriminalität und das Drumherum. Aber dann transportiert er das und lacht darüber und feiert es. Es ist doch doppelzüngig. Es ist doch einfach nur dieses Intro gesprochen, um die weiße Weste zu bewahren, hat dieses Intro gesprochen von wegen, ja, ich mag das eigentlich nicht und das solltet ihr auf jeden Fall auch nicht gut finden. Das ist immer wieder, wenn es um diese Hetz- und Fitner-Themen geht, findet man dieses Statement von ihm wieder. Diese Distanzierung von diesem eigentlichen, ja, sagen wir mal, Gewaltspektakel von dem ganzen Theater, was da stattfindet. Das ist auf jeden Fall signifikant, ist eindeutig, ist erwiesen und das ist auf jeden Fall meine Meinung. So, nun haben wir schon mal das täglich Brot angeschnitten. Fitner,
Hetze, Beef und natürlich Leute manipulieren durch Meinungen, einfach Leute bewerten, verurteilen, beurteilen, einfach Urteile zu fällen. Sich total erhaben zu fühlen auf einem Sockel über den anderen und vor seinem Publikum praktisch, man möchte denen etwas suggerieren als Mastak. Und je mehr Menschen dem Glauben schenken, desto sicherer ist er in seinem Setting für die nächste Hetze. Aber eine weiße Weste, ein Gewand, ein weißes Gewand um sich rum, sozusagen um den Anschein zu wahren, dass er dies eigentlich gar nicht gut findet, worüber er die ganze Zeit berichtet. Das ist Fakt. Es sieht einfach so aus. Also neben diesem ganzen täglichen Brot-Content, Hetze und so weiter, Reaktionen auf Hetze und Streitigkeiten, schwingt er sich auch hier und da mal zum Friedensrichter auf, aber betreibt auch ganz aktiv Hetze gegen andere, wie zum Beispiel bei Mo86. Bis heute fügt er immer noch in seine Videos kleine Effekte ein, wo man das Gesicht von Mo86 sieht. Er bezeichnet ihn als Co86 oder Code86 oder Klo86 in Verbindung mit Code, der auch gezeigt wird. Das macht er auch mit dem hier anderen Strategen hier, Ali Osman. Und das ist sehr persönlich, jetzt sehr jähzornig für so einen Friedensrichter. Also es ist wirklich sehr niederträchtig, bösartig auch schon, ja, wenn man das mal genau betrachtet. Und dann lässt er den Mo86 auch noch ankommen zum Videodreh. Der Mo86 da von Österreich dorthin zu ihm. Und dann hat er sie im Video hat er ihn so dastehen lassen, wie so ein Mitläufer in diesem gesamten Video, wie so ein, ja, Mensch zweiter Klasse praktisch. Und später hat er sich dann auf ihn geschickt. Ich weiß nicht den Grund, warum dann später wieder Eskalation kam zwischen den beiden. Keine Ahnung, ich bin da nicht so tief drin. Aber er hat ihn einfach als Zweckmensch benutzt und hat ihn auf jeden Fall diffamiert und bloßgestellt. Und hat das auch alles initiiert, jetzt langfristig aufgebaut. In 350 Metern haben sie das Ziel erreicht. Hey, salam. Grüß mal den. So, Freunde, die Jungs sind jetzt am Start. Mo am Stizzle. Persi am Stizzle. Und der andere Mo am Stizzle. Ich kann nur sagen, um das ist es mir niemals gegangen. Aber natürlich, lieber Mo. Aber ich habe dann einfach gemerkt, dass er sich absichtlich für Ali positioniert, ihn beschützt, der den Toba da als irgendeinen verwirrten Typen darstellen will, den es um Geld geht und so weiter. Vor allem bin ich mit Toba trotzdem gut, ja? Gar kein Problem mit dem. Verstehe ich jetzt nicht, keine Ahnung. Jetzt wirklich, ich habe ja noch alle, sage ich mal, Dateien hier bei mir auf dem Rechner drauf. Wie oft die gesagt haben, boah, jeder macht hier mit dir Fotos. Dieser Typ sitzt da, will von seiner Community einen auf Abi machen, versucht hier und da mal bei größeren Kritik in größere Sachen sich einzuklinken oder hat hier und da auch mal Beef mit größeren YouTubern, wie zum Beispiel KuchenTV, da hängt er sich dran. Er versucht manchmal auf kleinere einzutreten, auf Kritik kommt er gar nicht klar. Und auch wenn Mo86s Art beleidigend ist oder ungestüm, entweder müsste das an Mastak wie Teflon abprallen, oder macht einmal ein Video gegen ihn und zerstört ihn sozusagen. Aber er steigert sich doch nicht über ein Jahr rein. Dass er dann noch ein Jahr später das immer noch auf den Mo86 eintritt. Und das zeigt auch viel über den Charakter aus. Es gibt ja zwei Gesichter von dem Mastak. Es gibt einmal das, was er zeigen will. Aber wenn man genau hinter die Fassade schaut, wenn man die Nuancen betrachtet, dann sieht man halt solche ekligen Aktionen. Und das ist doch offensichtlich. Und da will ich auf keinen Fall in diese Angelegenheit für die Mo86-Partei ergreifen. Aber er ist doch der Abi, er ist doch ein großer Star. Aber dazu möchte ich auch Folgendes mal sagen. In diese obere Liga derjenigen, die irgendwie Millionen Follower haben oder 800.000, da kommt er nicht hin. Und da möchte er gerne hin. Das ist sozusagen die erste Liga. Er spielt so in der dritten Liga mit. Ich hier, Onkel Frank, ich spiele in der, sagen wir mal, Kreisliga mit sozusagen in dieser Metapher, ja. Aber er spielt ja ganz oben mit. Aber warum tritt er dann auf jemanden Regionalliga Österreich ein? Weißt du, das kann ihn doch gar nicht berühren. Und das liegt einfach daran, weil bei Mo86 zwischen all diesen vielen Worten, die er raushaut und seinen emotionalen, was er so emotional da gesprochen hat, immer spricht, dass da manchmal vielleicht ein Fünkchen Wahrheit drin ist, dass ihn richtig trifft, dass ihn böse trifft. Und nochmal, er hat vorher während der Produktion der Dokumentation über Miami Gianni, das alles supportet. Vielleicht nicht das Ergebnis, aber die Idee, eine Doku zu machen über Miami Gianni. Und er hat das alles verfolgt. Und ich habe, wie gesagt, mit ihm zu der Zeit auch geschrieben. Und er hat mir eine Menge Props gegeben. Das kann man nicht außer Acht lassen. Und er war nett und freundlich. Ich dachte, er ist open-mind und ist aufgeschlossen. Ich habe ihn ganz anders eingeschätzt. Und das ist, er ist ein, einfach ein Doppelzüngler vom Allerfeinsten.
Und er hat es wirklich super drauf, Menschen zu manipulieren. Also ich dachte erst, er ist ein großer Entertainer oder ein sehr guter Entertainer und ein guter Analyst, aber er ist einfach ein gewaltig guter Manipulator. Besser als Ali Osman, besser als Sida Al-Khanli. Deswegen ist er von solchen Leuten auch halt der Hofberichterstatter mitunter. Weil irgendwo schließt er sich ja immer wieder Allianzen an in seinem Werdegang und berichtet dann natürlich aus deren Sichtweise. Ne? Und naja, wer Gewinner ist und wer Verlierer ist, die Sieger schreiben die Geschichte, wer weiß. Man kann es ja mal genauer analysieren. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen. Mohammed, du essen. So, Freunde, wir haben jetzt gerade auf entspannt gegessen. Massi hat auf jeden Fall seinen Partner gefunden da. Ja, Massak, das war noch Zeiten, als du noch nicht der Hofberichterstatter warst von Sida Al-Khanli, sondern der Hofberichterstatter von Ali Osman. Und hast auch einen großen Aufwand betrieben. Du warst der Gourmet. Isa und Ali Osman haben sich immer als Gourmet bezeichnet. Du warst sehr geschmeichelt, dass du der Gourmet warst. Wisst ihr eigentlich, was der Gourmet ist? Das ist derjenige in Ali Osmans Kolosseum, der in das Kolosseum geht. Immer gehen zwei rein und einer geht raus. Da werden Menschen diffamiert und mit Wahrheit und Unwahrheit bloßgestellt und zerstört. Und er war der Gourmet. Er hat das Fleisch serviert. War das Fleisch, war das Produkt im Kolosseum, welches dort auf der Innenfläche des Kolosseums lag. Es ging um das Fleisch. Und der Gourmet, a.k.a. der Hetzer, Mastak, er hat das Fleisch serviert. Monatelang, sogar als ich schon längst mich von Ali Osman distanziert hatte und damit gar nichts mehr zu tun haben wollte, als es nämlich richtig mit Kolosseum losging, da war der gute Mastak immer noch erstmal parteiisch sowieso, als Analyst und Meinungsbilder in YouTube und anderen Medien. Nein, er war nicht nur das. Er war auch ein Teil des ganzen Kolosseums. Der Gummi. Das sollen wir einfach nicht vergessen. Ich möchte einfach, dass es notiert wird fürs Protokoll. Mastak der Gummi und er war ein Teil der Hetze. Und in persönlichen Gesprächen mit Ali Osman habe ich natürlich auch sehr viel erfahren. Noch viel mehr. Welche Funktion der Mastak hat und wie er wirklich ist. Aber ich glaube auch nicht alles, was Ali Osman erzählt. Aber die Quintessenz und das, was man halt raushört, das kann man ja schon filtern. Und vieles ist ja auch subtil bei solchen Menschen. Sowohl bei einem Ali Osman als auch beim Mastak oder anderen Protagonisten. Teilweise dieser Bubble, ne? Möchte man ja jetzt auch nicht mehr zu sagen, weil hier geht es ja heute um den Mastak speziell. Und nicht nur das. Nicht nur das. Er war ein Teil des Ganzen. Nicht nur das. Nochmal bezüglich Gangster gehen. Eigentlich sollte das beim Channel von Isa rauskommen. Der Isa hat das Tuch zwischen Isa und mir ist gerissen an dem Tag, als ich gesagt habe, diese Doku, die kommt auf meinem eigenen Kanal raus und hier bei dem anderen Strategen hier aus Kiel. Und schon der Trailer. Ich habe ihm gesagt, ich kann einen Trailer raushauen, wollte der Isa nicht. Ne? Fakt ist auf jeden Fall, planungsmäßig, in die Promo-Planung sozusagen von Ali Osman für diese Doku, aber während, man muss dazu noch ganz kurz sagen, Klammer auf, das ist jetzt sehr wichtig. Ali Osman haben uns am Anfang, ich habe mich von ihm getrennt, distanziert, komplett, kurz bevor die Doku-Produktion losging. Klammer zu. Und da gab es gar kein Budget von irgendjemandem für diese Doku. Auch mal an der Stelle gesagt. Ausrufezeichen. Damals war auf jeden Fall unser Master Blackbird eingeplant sozusagen als Gourmet, der dieses Fleisch serviert im Kolosseum. Ja, also er war bewusst auch ein Teil des Ganzen. Man nicht jetzt irgendwie irgendwie Trigant, sondern der war bewusst ein Teil des Ganzen. Schaltzentrale, Ali Osman, Movements. Figurenskizze, ganz kurz an der Stelle, Mastak in der Funktion des Gourmets, welcher als Handlanger von Ali Osman das Fleisch, den Zankapfel, des Diffamierten ins Kolosseum stellt, es dort serviert, weil er zu diesem Zeitpunkt von allen in dieser ominösen Bubble die größte Reichweite hatte. Mittlerweile sind noch andere in die Bubble getaucht. Ich glaube, die bereuen das auch zum Teil, die größere Reichweite noch haben, oder berichten auch darüber. Aber Mastak war ein Teil von dem ganzen Ali Osman Schaltzentrale Movement in der Funktion des Gourmets und hat auch da aktiv Hetze betrieben. Also, was ich euch sagen will, ist, das tägliche Brot ist sowieso Hetze und Diffamierung von anderen Menschen. Ja,
die Meinung bilden, hier als Richter, Staatsanwalt und Verteidiger in einer Person aufspielen, andere Leute bloßstellen oder einfach die Bloßstellung von anderen oder Leute, die sich selbst bloßstellen, sozusagen auch im Internet aufgreifen und die noch, denen nochmal eine weitere Plattform zu bieten. Ja. Das heißt, er ist auch immer irgendwo aber für jemanden auch der Hofberichterstatter. So, was spielt da eine Rolle? Geld weiß ich nicht. Weiß nicht, ob der käuflich ist. Aber irgendetwas muss es ja geben. Ja, ich nenne es hier immer heute die 31er-Frucht. Mastak ist kein Verräter, kein Drogendealer. Ich sage jetzt nicht, dass er einen 31er gemacht hat in dem Sinne, aber als Teil des Jargons sozusagen für Verrat. Ja, damals hat er schon halt sozusagen der Schaltzentrale den Rücken geklärt, was ja eigentlich ein guter Move ist, habe ich auch getan. Aber er hat sich ja jetzt der anderen Seite angeschlossen. Also, jetzt mal in heutigen Zeit sollte man ja nicht so viele Kriegsmetaphern benutzen, aber gehen wir mal historisch rein, jetzt in eine fiktive historische Landschaft. Zwei verschiedene Rittergüter stehen sich gegenüber auf dem Schlachtfeld, ja, und es ist ein erbitterter Krieg, seit 30 Jahren läuft das, das hat schon viele Menschen das Leben gekostet, und einer ist dabei, sozusagen der Vermittler, der Diplomat oder der Sprecher oder der dazwischen steht oder der Richter, derjenige, der die Möglichkeit hätte, aufgrund seiner gigantischen Reichweite sozusagen, im Verhältnis zumindest zu den anderen, könnte er für den Frieden sorgen, könnte deeskalieren, könnte dafür sorgen, dass Ruhe einkehrt und dass Menschen sich nicht streiten, Jugendliche nicht schlecht beeinflusst werden oder andere Menschen nicht schlecht beeinflusst werden oder eine Abwehrspirale entsteht, die irgendwo da führt, dass Leute richtig in den Sumpf runtergehen, in den Bach runtergehen oder dass einfach auch Gewalt entsteht, neben der verbalen Gewalt, die dort entsteht. Nein, er schließt sich einer Partei an. Ja, und ich habe bisher nur zwei Beweise gefunden. Einmal jetzt hier Hofberichterstatter von Sida Al-Khanli und damals halt von der Schaltzentrale, Mexican Style, Fake-Zentrale, Ali Osman und sein Movement. Er war ein Teil davon, ne? Und das ist ja alles bewiesen, das wissen die Leute ja auch. Und ich denke mal, dass die Leute auch langsam aufwachen werden. Ich drücke. Ja. Auch in der bereits seit anderthalb, zwei Jahren stattfindenden Auseinandersetzung zwischen mir und Miami Gianni hat der Mastak auch schon mehrere Seiten, mehrmals die Seite gewechselt. Er springt wie ein Vögelchen von Ast zu Ast. Und zum Beispiel eine Seite war damals, als er noch ein Hofberichterstatter, Gourmet-Servierer, beziehungsweise Gourmet, der Schaltzentrale Fake-Style-Mexican-Mafia war. Zu diesem Zeitpunkt damals war er mir wohlgesonnen. Hat er positiv über mich berichtet. Als ich damals zum Beispiel auch mich gegen Sida Al-Khanli gestellt habe, in einem Livestream, den sehr viele Leute gehört haben, hat er darauf reacted, hat diesen Stream reacted und ich habe gesagt, die sind Dämonen. Und er hat mehrmals sehr positiv auf mich reagiert. So, wenn er so ein Abi ist und so eine gute Menschenkenntnis hat, ja, warum fällt er auf den kleinsten von allen rein? Auf mich. Aber das war einfach nur aus dem Grunde, weil ich damals halt auf jeden Fall auch für Klicks gesorgt habe bei ihm. Und ich habe die Kontroverse gesucht teilweise und habe sie gefunden. Und er hat dadurch auch Klicks machen wollen, war mir erst wohlgesonnen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendetwas getan habe, was gegen ihn war. Das war aber nur der Aufhänger. Der Aufhänger ist halt, dass ich einen Kommentar geschrieben habe unter dem ganzen Scheiß da bei Mo. Also nicht scheiß abwertend gemeint, dass ich jetzt wieder den Mo abwerten will, aber das sind halt sehr viele Videos und dort habe ich halt einen positiven Kommentar abgegeben, den ich jetzt auch unterschreibe noch. Ich respektiere dich. Ist einfach eine Meinung von mir. Ich habe mit ihm gar nichts zu tun. So, aber ich respektiere ihn. So, und das hat ihn, das war der Aufhänger, so persönlich getroffen. Die Wahrheit ist aber tatsächlich, dass er halt zu diesem Zeitpunkt schon dann das Lager gewechselt hat. Hofberichterstatter langsam wurde vom Sida Al-Khanli und auf diese ganze Seite hier mit Full Ernst und dem Genghis und so weiter gewechselt ist und wirklich ein Teil dieser ganzen Intrigenmaschinerie ist und auch ein Teil des Ganzen. Vorher der Gourmet gewesen bei der Schaltzentrale und dieser Seitenwechsel, weil ich halt auch in einem heftigen Konflikt oder mehrere heftige Konflikte mit dem Sida hatte und auch mit anderen aus dieser Fraktion, ja. Ich hatte mit beiden ja, mit allen habe ich ja Konflikte gehabt, von allen beiden Fraktionen. Also ich bin wirklich neutral, ich bin da auf keiner Seite, ich mag die alle nicht. So, und
Deswegen ist es doch offensichtlich, ja. An der Stelle ist es wirklich, ich sage das als Insider, es ist so offensichtlich, ganz einfach. Der hat da mal die Seite gewechselt und ist jetzt Hofberichterstatter vom Sida Al-Khanli, hat mich an der Stelle abgesägt. Die guten Reactions und der persönliche positive Umgang beim Schreiben endete abrupt mit einer Beleidigung auch und auch mit einer Drohung. Also er hat mir dann auch angedroht auf Instagram, hat er mir geschrieben halt, das war erst der Anfang, ich werde dich zerstören, ich mache dich kaputt und so weiter und so fort. Ja, also, da ist auch wieder diese Jezorte. Er könnte ja wirklich drauf einen ganzen Haufen Kot lassen, Katzenklo, also drauf scheißen. Nein. An der Stelle hat er wieder seine Jezornigkeit und seine Niederträchtigkeit bewiesen. Und deswegen. Und er stürzt sich einfach dann halt auch auf die Leute und will die zerstören. Er nutzt seine Reichweite. Also, Onkel Frank, meine Meinung. Der Mastak spricht doppelzüngig. Er möchte eigentlich auch gerne Everybody's Darling sein. Aber er nutzt auch für private Interessen, Intrigen, Allianzen, Verknüpfungen, um Hetze und Diffamierung von anderen Menschen zu betreiben. Er nutzt das auch für private Zwecke und bietet auch seine Dienstleistungen an, für was auch immer, um andere Menschen fertig zu machen. Er beteiligt sich wirklich aktiv an Beef und Hetze im Internet. Es war vorher bei Colosseum so, es war jetzt hier bei Fitness Squad, Sida Al-Khanli und Co. so, und es wird auch weiterhin so sein. Ich kenne nur die beiden Fälle, wahrscheinlich, wenn man jetzt eine richtig tiefgehende Kanalanalyse betreiben würde von den beiden Channels von Mastak, würde man noch viel mehr interessengelagerten Mitteilungen von ihnen in Videos finden, denn er schließt sich hier und da bestimmt mal irgendwelchen Allianzen an. Er greift auch gezielt Themen an, sozusagen auch reißerisch auf, gezielt Themen, das macht er ganz schlau, machen ja viele, ist ja an der Stelle nicht verwerflich, ne? Aber er kann nicht, wenn er davon lebt, wenn das sein Brot ist, kann er ja nicht anderen vorwerfen, wenn sie sich was einfallen lassen, um andere zu diffamieren oder so. Also es ist wirklich doppelzüngig und doppelmoralisch. Er ist das Paradebeispiel, die Blaupause in Deutschlands YouTube für Doppelmoral, Doppelzüngigkeit und Heuchlertum par excellence. Wirklich, vom allerfeinsten. Top Level. Aber der ganz große Durchbruch wird ihm nicht gelingen. Warum? Weil er ein Doppelmoralist und Heuchler ist und doppelzüngig spricht und zu viele Menschen das einfach durchschauen und ihm deswegen nicht folgen. So, dies die Meinung des kleinen Onkel Frank und ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Ich melde mich irgendwann wieder mit Folge 7 von Onkel Frank. Das war jetzt erstmal Folge 6 und ich hoffe, sie hat euch ein bisschen gefallen und man gibt sich Mühe. Alles Gute euch. Ciao, ciao. Peace.